Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute werde ich versuchen, den Julian nochmal zu pranken. Deswegen stehe ich auch hier unten bei uns im Poolraum und habe jetzt Folgendes vor. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass der letzte Prank von uns war vom Julian an mich. Und zwar hat er mich mit 10.000 Bällen geprankt. Die hat er alle hinter so einer Tür bei uns versteckt. Dann habe ich die Tür aufgemacht, dann kamen die mir alle entgegengeflogen. Und danach hat der Julian mit den 10.000 Bällen, die sich übrigens hier in den Tüten befinden, das ist der Grund, warum ich gerade hier stehe, den ganzen Pool gefüllt. So, jetzt stehen die Bälle hier die ganze Zeit in den Tüten und wir haben vor ein paar Tagen darüber gesprochen, was wir mit den Bällen machen wollen, weil wir überlegt haben, ein paar zu behalten oder ein paar irgendwie an so Kindergärten oder an Jugendheim oder irgendwie sowas zu spenden. Und ich dachte mir, bevor wir die Bälle nicht mehr haben, muss ich ihn damit auch mal pranken. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich machen kann und jetzt ist mir eingefallen, wieso fülle ich nicht unser ganzes Auto damit? Denn wir haben ein Schiebedach und ich kann einfach von oben, hoffentlich, wenn es alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, die ganzen Bälle einfach da reinmachen. Dann ist unser ganzes Auto einfach mit 10.000 bunten Bällen befüllt. Wir hatten die damals hier in die Plastiktüten zum Trocknen und so reingemacht. Und zum Glück sind die trocken. Boah, stell ich mal vor, die werden jetzt alle noch nass. Nee, ich fühle auch mal ganz unten. Nee, die sind alle noch trocken. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Ich muss diese 4 oder 5 Riesentüten, die muss ich jetzt alle hochtragen und das Auto damit befüllen. Oh, ich freue mich. Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht zu lange. Ich glaube, damit rechnet der Julian auf keinen Fall. Ja, ich beeile mich jetzt. Ich trage die Dinger hoch. Viel Spaß beim Video und bis gleich. Boah, die sind so schwer. Das darf nicht so laut knistern, nicht, dass der das mitbekommt. Scheiße, die Tüte ist gerissen. Scheiße. Boah, jetzt fährt ja auch noch dieser scheiß Staubsauger rum. Oh, scheiße, ist das schwer. Dieser Staubsauger, der nervt ja so hart. Oh, okay. Der Julian hat ihn irgendwie so eingestellt, dass der jeden Mittwoch um irgendeine Uhrzeit losfährt. Okay Leute, ich stehe jetzt in unserer Garage. Hier sind die ganzen Säcke. Oh, ich kann nicht mehr. So, jetzt muss ich irgendwie dieses Dach hier aufmachen. Wieso kriege ich das jetzt nicht auf? Ah, man muss dran ziehen. Oh, ich hab's geschafft. Los geht's. Das habe ich jetzt nicht gerade ernsthaft gemacht. Ich befülle das Auto und lasse die Tür auf. Wie unendlich dumm kann ein Mensch bitte sein? Okay, es sieht jetzt einfach schon richtig, richtig geil aus. Ach du Scheiße. Es ist alles nass. Die sind alle klitschnass, die sind klitschnass. Was mache ich denn jetzt? Nein. Was mache ich denn jetzt? Ich bin fertig. Ich habe alle Bälle eingefüllt. Es sieht schon krass aus. Es ist einfach alles voller Bälle. Boah, mega geil. Ich bin so dumm, ich krieg das Dach hier jetzt gar nicht mehr zu. Ich kann die Tür ja nicht mehr aufmachen. Okay, ich mache jetzt hier ganz schnell Ordnung, damit der Julian auf den ersten Blick nichts merkt. Dann gehe ich mal um die Lage checken. Okay, ich bin jetzt nochmal schnell zurückgerannt, weil ich die Garage ein Stück aufmachen will, damit ich gleich ganz schnell irgendwie hier reinkomme, wenn der Julian es merkt. Boah, ich hoffe, das hört er jetzt nicht. Ich brauche das Handy. Oh. Okay. Boah, es wäre krass gewesen, wenn ich jetzt reingefallen wäre. Geil. Warte,
sagen. Juli, kannst du mir gleich die Wickeltasche aus dem Auto holen? Ich würde gerne eine Wäsche anstellen, da sind noch voll viele Sachen drin. Ja? Juli, ich will schnell die Wäsche anstellen, damit ich danach noch eine machen kann. Guck mal, ich glaube, die Wickeltasche steht von... Okay. Der ist ja viel größer, der Korb. Voll geil. Kann der jetzt mal aufhören mit seinem Scheißkorb da hin? Soll ich uns was zu frühstücken machen? Ja. Was ist das denn? Boah, Juli. Ja. Nein. Was ist, Bianca? Bist du? Ich wusste, dass du da stehst. Ich wusste es. Nein, ich komme nicht durch. Ich komme nicht. Als ob du mich gesehen hast. Ich habe gesehen, dass. Nee, dich nicht. Ich habe gesehen, dass du etwas bewegt hast. Och, Mann. Ich hätte gerade echt wie der letzte Volltrottel das jetzt aufgemacht. Och, Mann, das wäre so lustig gewesen. Ich weiß nur, was ich wollte dir eben noch sagen. Ich glaube, die Wickeltasche steht auf dem Beifahrersitz. Ich habe nicht mal gecheckt, dass das Ding offen ist. Sind das alle Bälle von unten? Ja, das sind alle 10.000 Bälle. Hast du geguckt, ob die wirklich trocken sind? Da gab es ein kleines Problem. Nein, also jetzt raste nicht. Ah, geil! Alle. Da steht mein Handy! Ich habe es ihm ganz schnell eben abgenommen, als er es eben hier unten irgendwo hingelegt hat. Na komm. So, ich will dein Video die Tür aufmachen, damit du dich abfreust. Okay. Und die Kamera. Gerne, jetzt überprüfe ich in deinem Prank seit 12 Minuten. Ja! Entschuldigung, du hast angefangen, den Körper hin und her zu räumen. Und ich dachte die ganze Zeit, was macht der da? Ich stand die ganze Zeit mit der Kamera. Ja, kannst du mir jetzt mal die Wickeltasche holen? Oh, das ist aber ein schöner Korb. Das war geil, oder? Okay. Also, soll ich erschrocken gucken für dein Thumbnail? Auf jeden Fall, bitte. Ja. Mach bitte einen richtig aufgestellt jetzt. Oder soll ich einfach den Moment genießen? Genieß den Moment. 3, 2, 1. Okay, was machst du? Ich mach die nassen Bälle aus dem Auto. Wo ist jetzt die Wickeltasche? Riecht ein bisschen nach nassem Hund, würde ich sagen. Echt? Ja, geil riecht's nicht. Okay, also ich mache mir dann Frühstück, du kannst dich dann um die Bälle hier kümmern, ne? Ach so, und bitte nicht vergessen die Wickeltasche, die liegt auf der Rückbank. Soll ich dir was sagen? Ich bin einmal das war irgendwie alles zu viel für meinen Kopf. Hey, du hast gerufen, Bibi, und ich dachte so, warum ruft der ja, mich jetzt? Ja, das war hier, ja, ich weil da habe ich einen Schatten gesehen, dachte so, hä? Ich habe auch noch nicht mal drüber nachgedacht, dass die Garage ein bisschen auf war, aber ich bin zurückgegangen, weil ich keinen Autoschlüssel hatte und dann war einfach die Haustür offen. Ach, scheiße. Wäre ich jetzt einfach hinterhergegangen, wäre auch geil, wenn du das auf der Lauer gesessen hättest. Ja, ja, können wir für mich vielleicht ein... Ich habe lange nichts mehr auf Instagram gepostet, ja? Vielleicht ja, so ein cooles Pick? Boah, das ist eine coole Idee. Wir können echt ein geiles Instagram-Bild hier machen. Wieso hast du gerade zwischen geil Luft geholt? Geiles. Ich hatte mich ein bisschen veratmet. Krass, okay, Leute, wir machen jetzt ein richtig geiles... Kannst du mal aufhören, Bälle gegen mein Handy zu werfen? Es ist schon gelungen und ich finde, man kann mir da schon einen Daumen nach oben für geben. Als ich eben runtergekommen bin, hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich jetzt mich in dieser Situation befinde. Okay, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Schaut unbedingt jetzt auch bei Julians Video vorbei. Das verlinke ich euch in der ersten Zeile in der Informationsbox. Und bis dahin wünsche ich euch... Box. Okay, wir beenden das Video. Tschüss! Boss hat irgendwie sowas von so einem... Warte, ich habe hier die Kopfhörer. Die haben einen Fernseher hinten und die hat noch nie Fernsehen geguckt. Wir werden uns jetzt einen Film reinziehen in unserem Bälleparadies hier hinten. Wozu brauchen wir einfach einen? Mach deinen Fernseher an. Wie geht das? Wofür brauchen wir noch ein Wohnzimmer, mal zu fragen? Habe ich eine Fernbedienung? Das ist lustig, das ist wirklich lustig. Medienquellen, TV. Oh, okay, hat sich auf jeden Fall gelohnt, da sind hardcore viele Bälle. Sind kaputt gegangen? Nee, ich glaube nicht.